So, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Aufnahme der Plugin-Reihe. Ja, jetzt muss ich ja einmal eben was einschieben. Ich habe irgendwie scheinbar einen Fehler beim Schnitt gemacht, deswegen darf ich die ganze zweite Reihe nochmal neu machen. Ich habe aber trotzdem einfach mal das Plugin auf den dann zurückgesetzt, weil nur eine Reihe davor jetzt sitzt, die gleich danach hochgeladen wird. Aber ja, immer sowas kann immer passieren, deswegen machen wir das Ganze nochmal, aber das kriegen wir schon hin. Also, wir hatten ja jetzt in der ersten Reihe hatten wir in unserer Particle-GUI hatten wir unsere Particle-GUI hier gebaut und man konnte jetzt hier schon abfragen und dann wurde halt was ausgegeben. So, das Ganze möchten wir aber jetzt machen, dass man auch Effekte sehen kann. Dafür gehen wir in unsere Particle-Utils und machen uns erstmal drei Hashmaps. Warum drei Hashmaps? Relativ einfach. Wir brauchen eine Hashmap, wo der Effekt drin gespeichert wird zu dem Player, eine Hashmap, wo die alte Location des Players gespeichert wird, weil wir möchten über die Location die Distanz immer abfragen, um darüber sicher gehen zu können, dass der Spieler sich über eine bestimmte Distanz bewegt hat. Und der Punkt ist, würden wir es nur im Move-Listener machen, würde jedes Mal, wenn der Spieler nur seinen Kopf rotiert, auch um minimalste, würde wieder ein Partikel spawnen. Und das würde einfach den Server ziemlich krass überlasten. Daher werden wir das gleich so machen, dass wir in diesem Fall das mit den Location abfragen. Dann brauchen wir noch eine für die Differenz. Wir möchten die Distanz, also die Distanz an Differenz zwischen den Locations direkt einstellen können. So kann man zu unterschiedlichen Effekten unterschiedliche Distanzen machen, was auch sehr nett sein kann. Ja, das Ganze ist so die grobe Planung. Also beginnen wir mal. Als erstes machen wir uns hier drei Public Static Hash Maps. Also es ist einmal Public Static Hash Map Player Effect und das ist, nennen wir Effects, gleich New Hash Map. Player, mal Effekt. So, hier rein werden wir später einen Effekt reinspeichern. Das Ganze wird halt dazu da sein, damit am Ende immer wieder die Effekte wechseln können. Das Ganze werde ich gleich erklären, warum genau. Des Weiteren machen wir es dann in die Public Static Hash Map mit dem Player und dem, in der Location. Nennen wir Effekt und natürlich Log. Das ist auch wieder eine neue Hashmap mit Player, Location. Das ist ja wahrscheinlich schon bekannt, wie das Ganze gemacht wird. Ich hoffe, ihr wisst, wie Hashmaps gehen. Wenn nicht, sei gesagt, in Hashmaps trägt man einmal den Player einen Wert ein und den zweiten Wert. Über den ersten Wert kann man den zweiten Wert erreichen. Die Hashmaps sind, soweit ich weiß, ungeordnet, das heißt, man kann nicht nach einer Ordnung gehen. Geordnet sind in diesem Vergleich nur Listen. Aber das ist nur so am Rande gesagt, was ich über von meinem Wissen her weiß. Das Ganze wird aber für euch wahrscheinlich eher unwichtig sein. So, das dritte wird eine Hashmap mit Player und Double. Die nennen wir Effect oder This. Das ist eine New Hashmap. Und die besteht aus Player Double. Und hier rein, das gehört da nicht rein. Double. Und diese Hashmap ist dazu da, dass am Ende die Distanz eingesetzt werden kann. So. Jetzt möchten wir noch eine Methode haben, womit wir in diesem Fall abfragen können. In diesem Fall den Effekt setzen können. Dafür machen wir einfach eine Methode Public Static Void. Die nennen wir jetzt in diesem Fall @effects. Da rein kommt Player P, Effekt E. Also der Effekt wird E genannt in diesem Fall. Und dann ein Double This. So, dann packen wir die ganzen Daten rein. Das machen wir einfach in Effects, Put. Dann als erstes als den Key, so nennt man die erste Variable, den Player. Und der zweite den Effekt. Das Ganze gilt für Effekt. Log. Da packen wir den Player und p.getLocation. Und dann haben wir noch Effekt und das This. Und da rein packen wir den Player und die Distanz. So, haben wir die drei Sachen gemacht, sind wir somit mit dem Einsetzen fertig. Um das Ganze aber auch noch direkt wieder removen zu können, machen wir noch Remove Effects. Und damit da brauchen wir aber nur noch den Spieler.
können hier die ganzen Daten schon mal austragen und ändern das gleich in Remove. Also von Put auf Remove ändern. Das ist nicht die feine englische Art, wie ich das hier schreibe, aber wie man weiß, sind Devs ziemlich faul. Und die Faulheit der Devs unterstütze ich hier mal. So, und damit haben wir schon die Remove und Add Effects Methoden und das ist relativ einfach. Jetzt wollen wir nochmal die aktuelle Distanz zur alten Position fest abstecken. Das können wir einfach machen mit public static double get distance und dann player p. Und dann können wir einfach return p.get location Punkt Distance und dann Effect Log Get P und ja, genau. So, was macht das Ganze? Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen selbst durcheinander gebracht, wie ihr mitbekommt. Distance. So, eben, dass es eben korrekt hier geht. Also, wir fragen die Distance des Location des Spielers zu der eingespeicherten Location in Effect Log ab und erhalten darüber dann ein Double. Das Ganze können wir später abfragen. So, jetzt gehen wir einfach in den Particle Listener. Den brauchen wir jetzt für unseren Move Listener. Wie ihr schon seht, wir sind schon relativ weit für dieses Tutorial. Wir sind gerade mal bei 6 Minuten. Das heißt, dieses Tutorial wird wahrscheinlich erst maximal so 15 Minuten haben. Was ganz angenehm sein kann, was aber auch nicht angenehm sein kann. Aber das müsst ihr selbst entscheiden. Ja, und hier machen wir jetzt machen wir wieder Implements. Listener, wie wir es bereits schon bei unserer Artikel GUI gemacht haben. Und hier rein machen wir dann ein Add-Event-Händler. Event-Händler. Und dann public void on player move event. Event E. So. Damit haben wir dann player move event. Und hierüber kriegen wir unseren Spieler player p gleich e.getPlayer. Also Standardkram. Und wie ihr seht, alle meine Freunde spielen jetzt heute Abend Steam. Kann ich angehen. Naja, ich code trotzdem weiter und deswegen. Wir drehen die Tutorial-Reihe, denke ich mal, so auf 5 Folgen. Die ersten 3 Folgen werden heute noch kommen. Die anderen 2 werden wahrscheinlich morgen kommen. Und da werde ich jetzt ein bisschen mehr machen. Also in der Folge nach dieser Folge werde ich ein Cube basteln. Also das heißt ein Quader um euch herum, nur aus Partikeln. Sieht äußerst interessant aus. Danach werden wir eine Helix machen um den Spieler herum, also ein um den Spieler herum windende das Konstrukt, also ihr kennt ja diese Spiralen, so eine Spirale um den Spieler herum. Und danach werden wir noch andere kleine Sachen machen und ein bisschen mit den Partikeln rumspielen. Und vielleicht schaffen wir noch verrückte Sachen. Ich werde die Partikelreihe natürlich weiterführen, aber die ersten 5 Tutorials sind gebongt. Und was wir danach weitermachen, werden wir dann sehen. Naja. Geht's jetzt weiter. Wir beginnen als erstes mit, haben wir ja gesagt, player p gleich ich player. Dann fragen wir es ab, if effect utils, ich habe die particle utils genannt, ups. Wie man sieht, ich bin noch in meinen anderen drin, also in meinen anderen Projekten drin. Particle utils.effects und contains key, also in diesem Fall den key p. Also wenn der Spieler da drin ist, fragen wir ab if particleUtils.getDistanceP größer gleich particleUtils.get particleUtils.effectDis.getP. Das ist jetzt die Abfrage, ob die Distanz, die wir vorher festgelegt haben, ob die Distanz, die derzeit entstanden ist, größer als die vorher festgelegte Distanz ist. Wenn ja, wird das Ganze eingetragen. Gut, okay, dann geht's jetzt weiter. Dann haben jetzt also sozusagen abgefragt, ob das stimmt. Und wenn ja, was in diesem Fall der Fall ist, können wir jetzt einfach p.getWorld machen. Punkt
Play Effect, dann p.getLocation und dann aus der Particle Utils und dann Effects und get, getP. Also da holen wir jetzt die Spieler raus und sagen eine 1 dahinter. So, und um die neue Distanz, um die neue Location abzuspielen, damit jetzt nicht die ganze Zeit weiter Partikel kommen, machen wir jetzt in machen wir jetzt Particle Utils Punkt Effect Log Punkt Put p.getLocation. So, jetzt fragt ihr euch, warum packen wir jetzt nochmal rein? Relativ einfach. Java überschreibt das Ganze, wenn ich das nochmal reinpacke. Man kann nicht einen Key doppelt in einer Hashmap drin haben. Es gibt immer nur einen Key und einen zugeordneten Wert. Da überschreiben wir das Ganze. Ja, und damit hätten wir unseren Effekt gespawnt. So, und das Ganze wollen wir ja mal testen. Deswegen gehen wir in die Particle-GUI, closen das Inventar, machen hier mal Particle-Utils und dann Add-Effects, P, Effect.HappyVillager und Distanz setzen wir jetzt einfach mal 0,5. Das ist eigentlich eine ordentliche Distanz. Und dann machen wir einfach p.sendMessage AFA green stars path 7 selected. So, und damit wäre das Ganze das hier schon mal. Jetzt müssen wir halt nur noch hier in der Main-Methode einmal unseren Particle Listener implementieren. So, Particle Listener implementiert. Das heißt, der ist jetzt drin und dann können wir das Ganze exportieren. Exportieren wir das Ganze, YouTube, yes. So, und jetzt müssen wir einmal eben unseren Server rausholen. Das heißt, ich muss mal eben kurz einmal den Server aufmachen. Das dauert einen kleinen Augenblick, ich brauche aber nicht lange. Da ist der Server, wie ihr seht. Den mache ich jetzt einmal klein. Und dann ziehe ich hier unsere YouTube-Dateien Plugins rein. Setzen. Dann starten wir den Server und ich starte mal eben mein Minecraft. Dann muss ich hier einmal auf die 1.9. Und wie man sieht, irgendjemand ist gerade in meinem Ding ist online gegangen. Ihr seht, es ist Saros. Das werde ich wahrscheinlich demnächst auch nochmal vorstellen. Das ist ein ganz interessantes Tool. So, und jetzt sind wir hier auf unserem Server. Und wie ihr seht, es regnet. Dann machen wir einmal Weather Clear. Und hier passiert jetzt nichts, genau. Ach ja, genau. Und dann können wir jetzt hier auswählen, Green Star. Und wenn ihr es jetzt seht, kommen die Partikel, aber sie sind in den Boden gesetzt. Nicht so ganz so schön, oder? Das Ganze können wir auch besser machen. Und dafür machen wir es relativ einfach. Wir gehen nochmal in die Particle Listener und packen hier oben, machen eine Location. Das ist Location Log gleich New Location. Und dann p.getWorld. p.getLocation getX, weil das Ganze können wir so übernehmen. p.getLocation getY. Und hier ist es jetzt wichtig, hier müssen wir plus 0,3, sollte reichen. Und dann p.getLocation und getZ. So, jetzt wird der mal hier vorne, das muss noch klein, so. Jetzt müssen wir einmal Location importieren. So, was bringt uns das Ganze jetzt? Relativ einfach, wir tragen jetzt hier vorne Log ein. Das Ganze wird uns gleich einen großen Vorteil bringen, nämlich, dass die Partikel höher gesetzt sind. Weil wir den Y-Wert höher gesetzt haben. Y ist ja die Höhe, ist ja die Variable für die Höhe. Und deswegen haben wir die jetzt höher gesetzt. Ich mache das Ganze heute mal mit dem Reload, weil ich keinen Bock habe, das alles so zu machen. So, dann reloaden wir es einmal. Und dann ist ja nichts mehr selected. Gehen wir auf Green Stars und wir sehen, die Partikel spawnen höher. Wenn ihr die noch höher haben wollt, dann setzt sie noch höher. Ihr könnt ja den Wert hinter dem Ganzen ändern. Ja, und damit hätten wir unser Partikel-Plugin fertig. Wie ihr seht, es funktioniert einwandfrei. Die Partikel ploppen weg. Und ja, das ist dann unser Partikel-Plugin. Ja, und wir werden dann jetzt im nächsten Tutorial dann auf diesen Käfig eingehen, wovon ich erzählt habe. Also so ein Cube, wie ihr ihn hier schon seht. Ich sagte ja, ich muss das nochmal machen. Deswegen hier ist sozusagen schon aus meinem nächsten Tutorial dieser schöne Cube. Dann wird danach eine Helix kommen und noch ein paar andere kleine Dinge, wo wir ein bisschen rumspielen. Das ist ja jetzt hier
kleine Spielerei. Aber Spielerei ist lustig und für den Server sind solche Partikel ganz schön. Mal sehen. Vielleicht schaffen wir es ja sogar noch einen Creeper-Kopf mit Partikeln zu machen. Aber das, denke ich, sind Sachen in der Zukunft. Und deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bis dahin. Tschüss.